Psychisches Wohlbefinden bildet den Grundstein für Lebensqualität und Lebensfreude. Sowohl das Arbeiten als auch das Studieren an Hochschulen kann mit Herausforderungen für die psychische Gesundheit verbunden sein. Deshalb wird psychische Gesundheit in diesem Video zum Thema gemacht. Achtung! Es folgen persönliche Erfahrungsberichte zum Thema Depression, Angststörungen, Suizid und Skin-Picking-Disorder. Wenn es sich dabei um Themen handelt, die Sie belasten, schauen Sie das Video nicht oder mit einer Vertrauensperson gemeinsam an. Die Erfahrungsberichte stammen aus der Broschüre Mental Health – Psychische Gesundheit bei Studierenden, die von der Österreichischen Hochschülerinnenschaft herausgegeben wurde und online kostenfrei zur Verfügung steht. In der Broschüre finden Sie weitere Erfahrungsberichte und umfassende Informationen zum Thema psychische Gesundheit. Mit 15 Jahren begann ich, unter Dermatillomanie zu leiden. Trotz der besten Bemühungen konnte ich dem Drang nicht widerstehen, Pickel auszudrücken. Das Resultat? Es häuften sich Wunden und Narben im Gesicht, am Dekolleté und auf den Schultern. Wenn meine Haut besonders schlimm aussah und ich mich in der Öffentlichkeit zeigen musste, schämte ich mich sehr. Es ist schlimm, wenn man weiß, dass man seiner Haut schadet, aber dem Quetschen nicht widerstehen kann. Es ist so, als würden die Impulse, die ich bekomme, alles Rationale in mir auslöschen. Aber natürlich hatten die MitschülerInnen, die mich mobbten, kein Verständnis dafür. Meine psychische Krankheit ging auch nach der Matura nicht weg. Im Gegenteil, sie wurde im Laufe meines ersten Studienjahres immer schlimmer. Eines Tages tauchte ich bei meinen Kursen und Vorlesungen nicht mehr auf. Der Grund: die Narben und Krusten im Gesicht sahen so schrecklich aus, dass ich mich in Grund und Boden schämte und mich nicht mehr aus dem Studentenwohnheim traute. Ab einem gewissen Punkt ließ ich mich in die Psychiatrie einweisen. Dort unternahm ich einen Suizidversuch, weil die Vorstellung, weiterhin mit Skin-Picking-Disorder zu leben, einfach unerträglich war. Der darauffolgende Genesungsprozess war ziemlich turbulent. Ich kann nicht glauben, wie viele Fortschritte ich seit damals gemacht habe. Meine Impulse sind nicht annähernd so stark wie früher. Ich quetsche weniger und meine Haut sieht besser aus als zu Studienbeginn. Dennoch bleibt die Angst, dass mich meine Vergangenheit einholen könnte. Die Stigmatisierung psychischer Krankheiten führt dazu, dass viele Betroffene spät oder überhaupt nie Hilfe in Anspruch nehmen. Empfunden wird jede Menge Scham. Sanik Bendela beschreibt in seinem Buch Scham umarmen, wie und warum Schamgefühle entstehen. Er schreibt, dass Scham durch das Nichterfüllen sozialer Normen und das Nichterfüllen eigener Ansprüche entstehen kann. Empfindet man aufgrund einer psychischen Erkrankung Scham, dann bringt das zum Ausdruck, dass man damit gegen eine gesellschaftliche Norm verstößt. Man verstößt beispielsweise gegen die Norm ständiger psychischer Gesundheit, gegen die Norm der Selbstkontrolle, der permanenten Leistungsfähigkeit oder gegen gängige Schönheitsnormen, wie im Falle der Dermatillomanie. Selbst wenn man solche Normen ablehnt, können sie eine Wirkung erzielen, weil sie verinnerlicht wurden. Diese Verinnerlichung wirkt stärker als das kritische Bewusstsein über Normen. Gefühle machen sich breit, zum Beispiel Scham. Selbstbeschämung wiederum verstärkt diese problematischen sozialen Normen. So sichert Scham ihren Erhalt. Wie kann dieser Kreislauf durchbrochen werden? Beispielsweise, indem soziale Normen angesprochen, zum Thema gemacht und kritisch hinterfragt werden. Indem selbstkritisch reflektiert wird, welche sozialen Normen handlungsleitend sind und nach welchen Normen man andere beurteilt. Ich bin Informatikstudent, stehe kurz vor dem Abschluss und leide an mittelschweren Depressionen. Mit meiner psychischen Gesundheit habe ich seit über 10 Jahren zu kämpfen. Über die Jahre habe ich immer wieder versucht, mir Hilfe zu suchen. Aber der soziale Druck, der damit zusammenhängt, hat es mir erschwert. Ich wollte meinen Eltern nicht sagen, dass ich psychische Probleme habe und ohne sie hätte ich mir eine Therapie nicht leisten können. Irgendwann wurde mir der Ballast zu schwer und ich konnte mich durchringen, konsequent TherapeutInnen durchzuprobieren. Jetzt bin ich seit etwa 2 Jahren in therapeutischer und medikamentöser Behandlung und habe große Fortschritte gemacht. Ich bin froh, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Ich wusste nie, wie es ist, ohne metaphorischer Bleiweste zu leben.
Ich konnte auch früher glücklich sein und Erfüllung finden, aber es war immer ein Kraftakt, den länger aufrechtzuerhalten unmöglich war. Mit dem Studium und der Schule hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich habe mich halt so durchgewurschtelt. Im ersten Semester, als ich noch keine Hilfe in Anspruch genommen habe, habe ich fast 30 ECTS geschafft. Jetzt schaffe ich weniger, weil ich mehr auf meine psychische Gesundheit achte. Mir hat mal jemand gesagt, man würde mir nicht ansehen, dass ich depressiv sei. Psychische Probleme sieht man nicht. Man sieht sie nicht im Gesicht oder in den Noten. Psychische Probleme fühlt man und nur in schweren Fällen sind sie so einschneidend, dass man sie sieht. Leistungsdruck, Existenzängste, Anonymität, Stress, Überforderung, Corona-Pandemie, hoher Arbeitsaufwand, finanzielle Sorgen, Einsamkeit, auf sich allein gestellt sein, Prüfungsangst, Konkurrenzdruck. All das und vieles mehr kann als Belastungsfaktoren im Studien- und Arbeitsalltag an der Hochschule genannt werden. Diese Faktoren können sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Fragen wir uns an dieser Stelle einmal nicht, was die einzelnen Studierenden und Mitarbeitenden im Umgang damit tun können. Was kann eine Hochschule tun? Wie können Vereinsamung und Anonymität abgefangen werden? Welche strukturellen Änderungen können Überforderung, Prüfungsängste, Studienerschwernisse, Konkurrenz und Leistungsdruck abbauen? Wie kann eine Hochschulkultur gefördert werden, in der Stigmatisierungsbefürchtungen ebenso wenig Platz haben wie Gaslighting und Mikroaggressionen? Es gibt viele Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Problemen. Wir sind einfach nur faul. Wir übertreiben. Wir sind schwach und zu emotional. Wir sind verrückt und ticken nicht ganz richtig. Doch nichts davon ist wahr. Wir verstecken unsere Krankheiten oft, weil wir Angst haben, dafür verurteilt zu werden. Dabei hilft Reden ungemein. Als bei mir mit 17 das erste Mal Depressionen und Angststörungen diagnostiziert wurden, war das ein ziemlicher Schock für mich. Ich habe mit niemandem darüber geredet, nur meine Eltern wussten davon. Irgendwann hatte ich aber die Nase voll davon, immer so zu tun, als würde es mir gut gehen. Und siehe da, meine Freunde haben gar nicht schlecht reagiert. Auch in meinen ersten Wochen an der Universität habe ich meine Krankheit versteckt gehalten. Ist ja auch nicht so das aufbauende Gesprächsthema. Doch auch hier stieß ich auf Zuspruch, als ich mich meinen mittlerweile engen Freunden anvertraut habe. Ich bekam sogar mit, dass es vielen ähnlich geht. Natürlich ist der Studienalltag nicht immer einfach für mich. Es gibt Tage, an denen es schon ein Erfolg ist, aus dem Bett zu kommen. Manchmal fühle ich mich so, als wäre es körperlich unmöglich, für den nächsten Test zu lernen, oder die Angst vor einer Präsentation lähmt mich. Trotzdem bin ich froh zu studieren. Und natürlich gibt es auch gute Tage. Mein Tipp: Take it one step at a time and don't let the hard days win. Wenn Sie sich mit Problemen konfrontiert sehen oder psychisch belastet fühlen, reden hilft. Nehmen Sie unbedingt Beratungs- und Unterstützungsangebote an Ihrem Wohnort oder Ihrer Hochschule in Anspruch. Niemand kann Probleme immer alleine lösen. Sprechen Sie mit anderen darüber und Sie werden schnell merken, dass Sie nicht alleine sind. Nur so kann es zur Solidarisierung und Kooperation kommen. Sprechen Sie problematische Verhältnisse an, anstatt heldinnenhaft zu scheitern. Break the silence.